So, weiter geht's. Flesh and Blood, Everfest, First Edition. Nachdem das letzte Display ein Reinfall war. Könnten wir jetzt mal wieder was Vernünftiges treffen. So. Mal gucken, dass ich das alles hier so richtig organisiere. Passt schon. Auf geht's. Also diesmal ist mindestens eine Legendäre drin. Ansonsten mache ich demnächst Magic Pokémon Yu-Gi-Oh! Oder sonst was auf. Ja. Okidoki. Auf geht's zur Legendären. Direkt Extended Art Rare Foil. Super. Majestic. Guter Booster zum Start. Wollen wir mal sehen, ob das so bleibt. Ja, hier ist eine Cold Foil. Talisman of Recompense. Ja, die sehen schon cool aus. Muss man schon sagen. Kann man das hier sehen? Jo. Also, Displaypreise. Hat sich so ein bisschen gefangen. 86 Euro billigstes aus Deutschland momentan. Wobei 84. Kommt ja immer auf die Versandkosten an, die man so bei Card Market ansetzt. Aber hier ist Majestic, Rolling Thunder. Aber ja, die Preise der Einzelkarten, tut sich nicht viel, ist momentan echt still. Moment, die mache ich, damit ich sie erkenne, direkt mal hier rein. Ansonsten machen wir in dem Video jetzt hier zwei Stück auf und dann im nächsten nochmal zwei. Ich nehme das jetzt alles hier in Folge auf. Lade das am Wochenende. Oh, oh, oh. Pulverize. Foil. Extended Art. Das war die, auf die ich beim letzten Mal gehofft hatte. Müsste immer noch bei 70 Euro plus liegen. Dann hat sich das Display hier schon mal gelohnt. Aber wir müssen noch einiges erreichen, um das letzte auszugleichen. So. Sehr schön. Ja, super. Die gefällt mir, die kommt in die persönliche Sammlung. Starkes Ding. Habe jetzt auch wieder viele Videos gesehen der laufenden Turniere, wo auch bis ins Finale rein schön Guardian gespielt wurde und Pulverize teilweise sogar den Turniersieg eingefahren hat. Das ist schon eine starke Karte. So. Aber wie stark die Karten zum Spielen sind, juckt mich quasi nicht. Ich würde sang- und klanglos untergehen, wenn ich gegen Spieler auf dem Turnier spielen würde. Bei World of Warcraft ging das früher noch. Jetzt bei Flesh and Blood bin ich raus. Ich glaube, Magic wäre ich auch komplett lost, weil es da ja mittlerweile Hunderte von Keywords gibt, die man irgendwie alle lernen muss. Die Meta ist momentan noch recht Majestic Foil. Winds of Eternity. Die Meta ist momentan noch annehmbar gemixt. Es gibt da jetzt keine Klasse, die jeder spielt. Oh, ist eigentlich super Display, muss ich schon sagen. Und deshalb gehe ich ja davon aus, dass ich weiterhin verschiedenste Klassen verkaufe. So, eine Majestic, Scour. Da ja momentan die Aktien und die Kryptos weiter fallen, bin ich froh, dass ich hier noch einiges
in den Karten drin habe, auch wenn da, wenn es gerade momentan ein bisschen einschläft. Ich weiß nicht, wohin die Leute alle mit ihrem Geld gehen. Ob das jetzt wirklich unter dem Kopfkissen liegt, ob sich alle nur noch Gold kaufen, ob sich alle nur noch Öl in den Keller pumpen lassen. Irgendwann sollte doch mal wieder irgendwas investiert werden. So. Erste von zwei Display dieses Videos sind gleich durch. Ist gleich durch. Zwei Packs noch. Nope, da ist nichts mehr drin. Last Pack Magic gilt auch nicht mehr. Hatten wir letztens schon mal so ein Glück. Blood on Hands, Majestic. Also, Pulverized Foil Extended Art. Das war der Hit des Displays. Machen wir direkt mit dem zweiten weiter. Okay. Hinfort. Die sind so ein bisschen glitschig. Dafür, dass es Papier ist. Nicht so ganz matt. Okay, okay. Schauen wir mal, ob wir jetzt die legendäre finden. Es muss wieder eine in diesen vier Displays sein. Muss einfach. Zweimal in der Folge kann man nicht so ein Pech haben. Das wäre komplett für ein... You know? Ansonsten, wie geht's allen? Ich hatte ja beim letzten Mal gefragt, ob jemand mal irgendwas kommentieren kann, um zu sehen, ob da irgendjemand aktiv mit zuguckt. Bin mal gespannt, ob das geklappt hatte. Ich lasse das mal auf mich zukommen. Ja, grundsätzlich muss ich sagen, mir wurde oftfach gesagt, mach das einfach auf Englisch, dann guckt es auch weltweit ganz viele Leute. Ich mache das hier einfach nur... Ich mache das nicht zur Unterhaltung. Ich will und kann hier nichts monetarisieren. Ich mache die Displays ohnehin auf. Permanent, laufend, zig pro Woche, um dann die Karten zu verkaufen. Ob ich das jetzt aufnehme dabei oder nicht, ist nicht viel mehr Zeitaufwand. Also lasse ich es einfach nebenbei laufen und wen es interessiert, Majestic Foil Extended Art Knickknack Brick-a-Brack. Wen es interessiert, der guckt es halt. Eigentlich wäre es trotzdem gut zu wissen, ob irgendjemand noch was anderes sehen möchte. Andere Gartenspiele, andere Erklärungen, weiß ich nicht, irgendwas. Einkäufe, die ich habe, Karten, die ich schon hier habe. Wenn das irgendwen interessieren würde, Call Foil, Talisman of Balance, dann ließe sich das natürlich einrichten. Breaktide als Majestic. So, nicht Extended Art. So. Jetzt kommen die Schrottbooster. Common Foil und zwei Rares. Das absolute Minimum. Hier ist wenigstens mal eine Majestic drin. Majestic-Preise halten sich jetzt auf einem niedrigen Niveau. Damit kann man nichts mehr verdienen. Der Zug ist leider abgefahren. Rolling Thunder in Foil. So. Moment. Ja, ist richtig. Rare Scour. Ups. So, hier ist noch eine Cold Foil. Ein Moonlight of Heaven Call. Auch nichts.
0, nichts. Ja, ein weiteres Thema habe ich noch im Kopf. Unabhängig von diesen Karten, PC-Komponenten, PC-Preise. Es geht weiterhin runter. Die Lieferengpässe werden wohl langsam überwunden. Außerdem haben wir gerade wieder eine Zeit, wo Mining, Crypto-Mining gerade nicht so attraktiv ist. Einfach nur wegen dem gesunkenen Kurs von Ethereum und Co. Deshalb gibt es auch den einen oder anderen, der jetzt gerade wieder da zuschlägt, den ich warten konnte. Okay, die zwei Displays sind durch. Wir haben direkt zwei Majestic Foil Extended Arts. Bei Nicknack Brickabrack weiß ich gar nicht, ob den irgendjemand haben will. Pulverize ist super gefragt. Alles klar, bis zum nächsten Video.